Hallo, ich bin Amy und ich Let's Play Slender, wie ihr seht. Im Hintergrund sind auch schon ein paar Zeichnungen und Schriften von Slender. Das ist zum Beispiel Slender. Das ist auch Slender. Das ist nicht Slender. Ja, egal, fangen wir mal an. Ja, das ist der Wald zum Beispiel, wo wir rumlaufen müssen. Und wir müssen Notizen sammeln. Und jedenfalls sind wir nicht allein. Denn hinter uns ist ein Pedo, eine Art Pedo-Herr. Und ja, der läuft uns halt hinterher und der will halt, dass wir seine Zettel, also wie nennt man Slender, Slenderman. Er ist halt voll lang, hat ein Smoking und ein weißes Gesicht an. Ja. Ja, und er macht halt immer so Zettel überall hin. Jedenfalls denke ich, dass er das ist. Und wir müssen die halt finden. Und er will das zum Teil und aber auch nicht. Ja, aber bevor man den ersten Zettel nicht gefunden hat, passiert doch nicht wirklich was. Ja. Ein Haus. Das Haus. Ja, und wenn man sprintet, das ist ein bisschen irreführend, weil das Licht dann immer so nach unten geht. Schöner Boden übrigens. Ja. Bitte kein Zettel. Ja. Es ist so ruhig. Zu ruhig. Ein umgefallener Stuhl. So, hier im Haus ist anscheinend nichts. Also kein Zettel. Ja, ich bin etwas nervös, weil, Mann, weil ich schon einige Male das Spiel gespielt habe. Und wie soll ich sagen? Es war sehr komisch. Also es ist jetzt nicht in der Art gruselig, sondern mehr erschreckt man sich da so, weil man so fixiert auf den Bildschirm ist, dass man das gar nicht erwartet, wann der kommt und so. Toll. Ja, das ist jedenfalls so eine Schrift, also so ein Zettel. Ja. Und ab jetzt geht es richtig los. Und der rennt irgendwie nicht. Achso, jetzt. Hört man auch, wie die Musik dramatischer wird. Und ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, dass wenn der Nebel dichter wird, desto mehr ist er in der Nähe oder desto lauter die Musik wird. Aber mein Herz. Ja, bis jetzt scheint er noch nicht in der Nähe zu sein. Aber trotzdem werde ich mich nicht umdrehen. Ein Zettel. Einen verdammten Zettel. Ja, und desto mehr Zettel man hat, desto schwieriger wird es und desto öfters kommt er. Also desto öfters taucht er auf.
mitten in den Leben hinein. Ja, jedenfalls finden wir irgendwie nichts. Wirklich? Er ist nicht mal in der Nähe. Kann daran liegen, dass wir erst einen Zettel haben. Ich sehe den nächsten Zettel. Can't run. Kann nicht rennen. Von wem? So, jetzt müsste der auf jeden Fall schon langsam kommen. Aber irgendwie nicht. Hier ist jetzt schon wieder das Haus, glaube ich. Das Haus ist jetzt nicht wirklich mein Lieblingsort. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Kein Zettel. Nein. Help me. Schon zur Stelle! Fuck! Fuck! Oh, Scheiße. Ich dachte, er kommt nicht ins Haus. Länder im Dunkeln zu spielen. Die beste. Hier waren wir schon, oder? Thank you.
aber wirklich Angst macht er einem jetzt nicht, außer wenn er jetzt so plötzlich... Boss? Wenn er jetzt so plötzlich hinter einem oder vor einem steht. Mühe gibt er sich jetzt nicht.
laufen wir die ganze Zeit im Kreis und das ist ein bisschen irreführend. Und ich darf auf keinen Fall stehen bleiben, weil der dann immer näher kommt. Und wenn ich mich jetzt umdrehen würde, wäre bestimmt genau hinter mir. Also, ich eben so. Das war's wohl. Ja. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder. Und vielleicht mache ich ja noch ein Let's Play. Aber nur vielleicht.